Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Diesmal aus der Bayerischen Staatsoper, wieder auf dem gleichen Wege wie damals bei der Falstaff-Premiere im Dezember. Wir gehen davon aus, dass Sie auch die Premiere im Internet mitverfolgen werden können. Aber wir gehen auch davon aus, dass wir in dieser Spielzeit auf jeden Fall noch Sie alle in die Oper einladen können und dass Sie den Freischütz dann so wie gewohnt auf der Bühne erleben dürfen. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier in dem ganzen Stress der Endproben trotzdem den Dirigenten Antonella Manacorda, den Regisseur Dimitri Tschernakow mit seiner Übersetzerin und Lukas Leipfinger, den Dramaturgen, hier versammeln durften. Sie haben zu Beginn eine der schönsten Stellen aus dem Freischütz gehört, das fast jeder kennt. Neben dem Jägerchor ist es wohl eines der bekanntesten, nämlich den Hornteil. Sie hörten die Mitglieder des Staatsorchesters, Pascal Däubner, Milena Viotti, Kasey Rippon und Christian Loferer am Horn und am Klavier Alessandro Stefanelli. Die haben sozusagen uns die Einleitung geboten zu diesem Gespräch. Gleich meine erste Frage anschließend an diese wunderschöne Musik, an Antonella Manacorda. Ist das deutsche Musik? Natürlich die Frage. Ja, natürlich. Aber es ist vielleicht europäische Musik, würde ich sagen. Also es ist deutsche Musik, es ist immer bezeichnet, diese Oper. Sofort, nach ein paar Jahren, nach der Uraufführung, wurde sofort gesagt, ja, endlich eine deutsche Oper. Ist eine deutsche Oper, natürlich. Muss man dann das ein bisschen definieren, was das bedeutet? Ich glaube, es ist eine deutsche Oper in der Geschichte der deutschen Opern, sozusagen. So ein Schritt, ein ganz wichtiger Schritt Richtung Wagner und weiter so. Aber ja, es ist deutsche Musik. Es ist auch Natur, es ist auch Volksmusik und so. Aber es ist doch interessant, was man immer vergisst, dass Karl Maria von Weber geboren ist, als Mozart noch am Leben war, nämlich 1786. Und die Uraufführung von Freischütz war mit Beethoven noch am Leben auch. Eben. Und so hineingeht genau. In das, was wir heute die Und was wir gehört haben von den Hörnern, es ist sehr zum Beispiel von Schubert auch geprägt. Und das ist nicht so deutsch. Also die Österreicher wie Sie würden dann was dagegen sagen. Es ist also deutschsprachige Musik, können wir so sagen. Eine ähnliche Frage an Dimitri. Du hast ja unglaublich viele russische Nationalopern gemacht und hast die in einem ganz neuen Licht gesehen, mit großer Begeisterung für das Publikum, auch so manchem Widerstand. Wie schaust du auf so eine deutsche Oper, die ja so als das Zentrum vielleicht neben Meistersinger noch als die deutsche Oper gilt? Was wirklich interessant ist, dass ich ganz unvoreingenommen an die Sache herangehen kann, weil ich nicht aus der deutschen Kultur stamme. Ich habe einen ganz anderen Background, habe das nicht in der Schule gelernt, habe die Oper vielleicht als Opernliebhaber gesehen, aber nicht anders. Das heißt, ich komme von einer ganz anderen Seite. Und für mich ist es viel leichter, weniger kompliziert als für deutsche Regisseure, weil es ja so wahnsinnig viele Rezeptionen gibt. In Russland wird diese Oper eigentlich nie aufgeführt, kann man sagen, obwohl sie Anfang des 19. Jahrhunderts sehr populär war. Und deswegen habe ich einen wirklich unvoreingenommenen Blick und kann sozusagen frisch an dieses Experiment herangehen. Also es gibt keinen romantischen Blick auf diese Oper. Ich habe sicherlich keinen romantischen Blick auf diese Oper. Was für mich wirklich interessant ist, dass diese Oper mich zunächst einmal erschreckt hat, als ich von dem Projekt hörte. Und alle Kollegen sagten, eigentlich ist es für einen modernen Regisseur unmöglich, den Freischütz zu inszenieren. Ich glaube, das ist sicherlich eine der kompliziertesten Aufgaben,
Vielleicht so wie Fidelio von Beethoven. Aber anstatt mich weiter erschrecken zu lassen, hat diese Oper mich beflügelt und mich wirklich interessiert. Ich denke wirklich, dass es, wie wir schon sagten, eine der wichtigsten nationalen deutschen Opern ist. Aber für mich interessant ist zum Beispiel, in Frankreich Les Troyens zu inszenieren, in Italien La Traviata und hier den Freischütz. Einfach als Fremder. Und den fliegenden Holländer. Perhaps. Aber ist es nicht so, dieses Romantische, was wir, also der Wald und Antonella Manacorda hat gesagt, es sind die Volksweisen und so weiter. Das ist doch nur eine, ich würde dann gerne auch gleich musikalisch dazu fragen, das ist doch nur die äußere Schicht. In Wirklichkeit ist es doch eine Oper über das Unterbewusstsein, über die Psychologie, über die Ängste, also über alles das, was eigentlich Tschernakow in jeder Oper sucht. Ich glaube, dass wir das, was Sie da eben beschrieben haben, auch gefunden haben. Ich glaube, wir haben da jetzt eine starke, muskulöse Geschichte gemacht, mit ganz verschiedenen Helden. Diese Helden sind modern und wir haben sie auseinandergenommen von Anfang bis Ende und schauen mal, wie das jetzt eigentlich bei denen ist. Wovon sie bewegt werden, was sie leitet, welche dunkle Geschichte, welche Ambitionen sie haben, in welcher Weise sie vielleicht missbraucht werden oder andere missbrauchen, bis zu welchen Extremen sie bereit sind zu gehen. Das ist es, was mich wirklich interessiert hat. Wir machen nicht eine Oper von einem großen, weiten Blick aus, sondern sozusagen in der kleinen Kammer. Wir schauen das Ganze fast wie durch ein Mikroskop, ein Vergrößerungsglas an. Dieser traditionelle Zugang, von dem wir eben gehört haben, diese volkstümliche Seite, das gibt's bei uns gar nicht. Nun, es gibt's aber ja in der Musik. Und jetzt zu der deutschen Nationaloper muss man, glaube ich, zwei Elemente sagen. Auf der einen Seite muss man ja immer darauf achten, wo ist so ein Werk entstanden, um das wirklich beurteilen zu können. Denn entstanden ist es in einer Zeit, wo es keine deutsche Nation noch gab, wo Deutschland waren Königtümer, waren Fürstentümer. Und diese Sehnsucht nach der Vereinigung, daher kommt ja wohl auch viel. Und das Zweite ist, dass wir natürlich im ganzen 18. Jahrhundert war ja Deutschland dominiert von italienischer Oper. Mhm. Das heißt, das Deutsche musste sich ja behaupten. Mhm. Wie sehen Sie das, was Dimitri gerade beschrieben hat, wie sehen Sie das von der Musik her? Weil natürlich haben wir in der Musik vom Jägerchor bis zu den Waldmotiven alles. Ja, natürlich. Aber das Interessante an der populären Musik bis seit immer und auch heutzutage ist es, die populäre Musik ist die am nächsten zu uns ist immer und am wenigsten intellektuell ist. Das bedeutet aber nicht, finde ich, dass keine intellektuelle Bedeutung drin ist und keine psychologische Wahrheit drin gibt. Es gibt wahrscheinlich in diese Stücke, die in die Oper sind, ich würde sagen musikalisch deutliche Farben und deswegen erkennbare Melodien. Und dass man eigentlich unter der Dusche eine Woche später immer noch im Kopf hat und singt. Was aber auch, muss man auch sagen, in der Zeit für Weber und übrigens für seine Frau sogar wichtig war, dass Weber eigentlich einen Erfolg hatte mit dieser Oper, weil er einen Misserfolg nach der anderen hatte und musste endlich doch einen Erfolg haben. Und dadurch wurden auch populäre Themen benutzt, um das Publikum zu greifen und auf der Bühne zu bringen und dass sie dann eigentlich diese Themen erkennen. Aber ich würde sagen, ich würde wirklich verweigern, populäre Musik mit billiger Musik zu bezeichnen. Und in diesem Fall umso mehr, diese Momente sind eigentlich auch in unserer in Dimitri-Inszenierung sehr, sehr deutlich psychologisch gezeigt und bezeichnet. Und für mich ist eigentlich das Ideale, so eine Inszenierung in die von mir zu haben, um mit diese Musik nicht, ja, um die Musik nicht im Klischee zu haben. Klischee zu haben, tatsächlich, ja. Lukas, zur Entstehung der Oper
Das ist ja eine alte Volksweise, eine Fabel, wenn man so will. Und das wurde ja sehr oft im Schauspiel vorher schon gespielt, in unterschiedlichsten, in Österreich, in Berlin und so weiter. Nun hat der Kind, war ja sozusagen nicht nur der Librettist, sondern auch der Initiator von dem Ganzen, der das dem Weber auch nahegebracht hat. Aber wie war das? Der Weber hat doch ursprünglich, oder war das der Kind, wollten die doch Agathe als Titel haben? Es gab tatsächlich in der also mehrere Entstehungsphasen und mehrere Titel, die immer wieder aufgetaucht sind. Ursprünglich war die Rede von Der Probeschuss, sollte die Oper heißen, später Die Jägersbraut. Spannend finde ich aber auch, Sie haben jetzt gesagt, der Kind war der Initiator, das stellt er auch in seinen Tagebüchern, dass er selbst auch so ein bisschen da, dass die zusammen da Kind und Weber über den Stoffen gesessen sind und sich schnell auch einig waren. Aber heute wird das auch durchaus angezweifelt. Es gibt noch so einen Freund von Weber, Alexander von Dusch, und mit dem hat tatsächlich der Weber schon einige Jahre vorher so ein Szenarium auch entworfen für eine mögliche Freischützoper. Wobei Alexander Dusch dann eben die Arbeit an diesem Libretto unterbrochen hat. Also der Weber hat sich ganz eindeutig schon früher, viele Jahre davor, mit diesem Stoff beschäftigt und wollte eine Oper komponieren. Nur verwirklicht hat es dann eben der Kind das Libretto. Jetzt ist entweder hätte es Die Jägersbraut geheißen, jetzt heißt es Freischütz, es hätte auch Der Probeschuss heißen können. Hat das irgendwelchen Einfluss auf die... Gibt es eine Hauptfigur? Kann man sagen, Agathe, der Freischütz, ist ja zweifelsohne eine Mischung aus Kaspar und Max. Agathe ist sicher die Jägersbraut. Wie sieht Dimitri die Figuren und die Konstellationen? Wo ist das Zentrum, falls es überhaupt eins gibt? Сложно этот центр определить. Наверное... An und für sich ist es relativ kompliziert, hier ein wirkliches Zentrum auszumachen. Wir haben hier fünf wichtige Helden und Heldinnen: Kuno, Agathe, Kaspar, Max und Ännchen. Und alle haben und verdienen auch eine gewisse Portion an Aufmerksamkeit vom Publikum. Aber für mich ist Max hier trotzdem der Hauptheld. Wirklich von Anfang bis zum Finale der Oper. Ich spreche jetzt nicht von der Ouvertüre. Obwohl auch die Ouvertüre für mich schon dem Thema Max verbunden ist. Für mich läuft diese Handlung innerhalb von 24 Stunden ab. Und der Blick ist auf Max und seine Entwicklung innerhalb dieser 24 Stunden gerichtet. Aber man kann trotzdem sagen, dass alle fünf wichtig und interessant sind. Ich wollte dann noch einen Aspekt zum Thema Deutsche Nationaloper erwähnen. Ich glaube, dass das mit der Deutschen Nationaloper doch erst im Zuge der Rezeption durch spätere Generationen aufgekommen ist. 1820 kam diese Oper dann nach Russland und war wirklich sehr, sehr populär. Sie war nie mehr so populär wie Anfang der 1820er Jahre. Vielleicht hängt das einerseits damit zusammen, dass diese Oper eine verzauberte Oper war, in der zauberhafte Dinge vorkamen. Und andererseits, weil man diese Oper in Russland als Geschichte eines irrationalen Menschen gesehen hat, der sozusagen seinem Schicksal begegnet. Später kam die Oper dann aus der Mode. Dann kamen Werke von Puschkin, Pikdam und so weiter. Oder auch schon Werke von Wagner. Wie gesagt, ich glaube, dass diese Rezeption der späteren Generationen etwas ist, das für mich nicht wirklich interessant wäre. Das wäre doch fast, als würde man einen Eintrag aus einem Schulbuch wiederholen. Das ist für mich nicht interessant. Für mich wären ganz andere Dinge von Interesse. Ich möchte ein bisschen weiter erzählen, was wir hier обнаружили, увидели, раскрыли, выудили, но не повторять общее место. Dass es für ihn nicht interessant ist, ist das glaube ich auch. Dass es zu Beginn der Oper, als sie entstanden ist, nicht so war, sondern dass das wirklich die Kreation, wenn man so will, des deutschen Nationalstaats war und dass es damit sehr viel zu tun hat. Ich glaube eher, dass es später dann in andere Richtungen ging.
Aber es ist sehr interessant, weil das ist ja viel interessanter wie jemand, der den Blick von außen hat. Weil was wir uns ja wünschen, ist, dass es immer einen Blick von außen gibt, dass wir andere Dinge entdecken innerhalb eines Werks. Nun ist das, jeder, der über Freischütz spricht, spricht über die Wolfsschlucht. Also, und ich glaube, das wäre interessant, was er dazu sagt, dass das auch der psychologische Kulminationspunkt ist, wo sich sozusagen das Ganze ereignet. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass wir bei Dmitri Tschernakow nicht jetzt eine romantische Wolfsschlucht sehen werden. Schauplätze wie die Wolfsschlucht kann man heute nicht wirklich ernsthaft romantisch darstellen. Wir versuchen hierfür heute eine moderne Version zu finden, für das Übernatürliche. Ich glaube, wenn man das ernst zeigen wollte, würde daraus eine Art Trash-Movie. Aber das Übernatürliche, das Böse, wäre dann schon fast eine Verschwörungstheorie, wenn man das ernst nehmen würde. Ich glaube, wir alle tragen das Böse in uns. Und Samiel ist genau das, dieses Skelett im Schrank, dieses Chtonische, die Ängste, die Irrationalität. Und dieser Samiel tritt ja nicht nur bei Kaspar, sondern auch bei Max auf. Samiel ist jene dunkle Seite in uns. Er ist in unserem Stück keine eigene Figur, sondern ist ein Teil von allen anderen. Kaspar hat meiner Meinung nach eine Persönlichkeitsspaltung. Einerseits ist er Kaspar, andererseits irgendein anderer, mit dem er einen Dialog führt, dem er irgendetwas diktiert. Aber wenn Kaspar irgendwelche bösen Dinge macht, kann er das immer auch gut auf Samiel schieben. Wir tragen so etwas aber, wie gesagt, alle in uns. Es ist relativ kompliziert, diese Wolfsschlucht überzeugend zu zeigen. Ich werde jetzt nicht über ein Stück sprechen, das Sie sich selbst alle ansehen sollten, aber ich versuche trotzdem, es verständlich zu zeigen. Ich möchte nur eines sagen. Kaspar ähnelt ein wenig Norman Bates aus Hitchcocks Psycho, der ja für sich, aber auch für seine Mutter spricht. Und den Rest schauen Sie sich bitte selbst an. Diese komplizierte Wolfsschlucht, die ja irgendwie auch der musikalische Höhepunkt ist in der ganzen Oper, mit welchen Effekten bzw. mit welchen musikalischen Rhythmen, mit welchen Harmonien, wie schafft der Weber das? Ja, es ist ein Wunder eigentlich. Es ist wirklich ein Unikum in der Operngeschichte bis eben, dass man als Höhepunkt Mitte des Stückes, übrigens nicht am Ende, ein Melodram schreibt, wo sehr viel orchestrale Musik alleine ist. Also das Orchester pinselt auf der Bühne und inszeniert im Graben, was eigentlich auf der Bühne passieren sollte oder wie das Publikum sich fühlen sollte. Dann die Sänger singen auch und dann diese eine sprechende Rolle spricht Wörter aus. Die es ja nicht gibt hier. Jemand wird sprechen, sage ich jemand so. Jemand wird sprechen, gut. Nicht ich, das kann ich schon sagen. Aber diese Kombination, diese Gesamtkunstwerk in einer Nummer, in einer Oper ist ein Unikum. Und im Orchester, es ist unglaublich, was Weber schreibt, weil wenn man das wirklich sich das anguckt, musikalisch, aber theatralisch musikalisch zusammen, es ist schon komplett inszeniert, tatsächlich. Und alle Spannungen oder Entspannungen in eine theatralische Szene sind in der Musik komplett da. Und es ist extrem wichtig, dass ein Regisseur diese Musik in diesem Fall, in diesem Stück, die Musik von Wolfsschlucht wirklich versteht und analysiert, um eine Inszenierung zu machen. Also ich fühle mich in dieser Oper, in diesem Nummer 10 ist Wolfsschlucht, in der Oper
ein Teil von Dmitri Tscherniakow. Ich muss das total, also zusammen mit der Regie, auch die musikalische Entscheidung treffen. Nun haben wir ja vorhin gesagt, es ist so erstaunlich, dass Beethoven noch voll am Werk war, dass Mozart noch gelebt hat. Ja. Jetzt wissen wir ja auch, wie sehr, und das war ja die Forschung der letzten Jahre, besonders der letzten 20, 30 Jahre, dass das doch sehr anders geklungen hat damals zur Entstehungszeit. Mhm. Wie können wir uns das bei Freischütz vorstellen? Glauben Sie, das hat in der Nähe von dem damaligen Beethoven und Mozart Klang? Ja, also Beethoven und Mozart würde ich nicht zusammen nennen. Also sicher nahe zu Beethoven, zu Schubert, wie ich gesagt habe. Ich glaube, es ist eine unglaublich spannende, interessante Zeit in der Musik, Anfang 19. Jahrhundert, alle Instrumente, jetzt technisch zu sprechen, alle Instrumente haben sich in dieser Zeit sehr entwickelt. Das bedeutet, die Spieler, die Musiker haben die Bedürfnis gehabt, besser, schneller, höher, tiefer spielen zu dürfen auf ihre Instrumente und die Komponisten auch für diese Instrumente zu komponieren. Deswegen, es ist eine Zeit, wo man natürlich nach vorne gucken muss, weil wir eigentlich später als Freischütz sind, aber man muss auch nach hinten gucken. Und man muss natürlich auch denken, was Weber für Musik gehört hat in der Zeit. Und das zu kombinieren. Ich bin auch sicher, dass Weber, also in der Zeit, ein Beispiel zu nennen, es gab Naturhahnen noch, also ohne Ventilen. Und die Ventilen sind in dieser Zeit entwickelt worden. Und diese Hörner, die so wichtig sind, wie wir auch gehört haben in diesem Stück, waren auch von Naturhörnern damals sicher gespielt. Jetzt haben wir Ventilen. Es ist einfacher, diese Musik zu spielen mit Ventilen. Ich bin sicher, dass Weber sich gefreut hätte, wenn er schon diese Hörner wie heute gehört hätte. So, eine Kombination von beiden Blicken ist extrem wichtig. Und auch von der Entwicklung. Ja, und von der Entwicklung auch. Nun, bevor wir das, was Dmitri vorgeschlagen hat, nämlich sich das Stück anzuschauen und nicht nur darüber zu sprechen, habe ich noch eine Frage. Es gibt ja, eigentlich sind es zwei Elemente, die eigentlich weit zurückreichen, nämlich in die Barockzeit. Das eine ist ein diabolisches Ritual, wenn man so will, also der Pakt mit dem Teufel. Und das andere noch barocker, nämlich der Deus Ex Machina am Schluss in Form des Eremiten. Wie schaut er auf diese beiden Elemente? Ой, какой вопрос. Так не хочется это все рассказывать. Ich möchte nicht gleich am Anfang alle Geheimnisse verraten. Чтобы не обнаружить все секреты сразу. Про дьявола, мне кажется, я уже все рассказал. Über den Teufel möchte ich eigentlich jetzt nicht viel erzählen. Мне Ich glaube, alles, was ich über den zu sagen hatte, habe ich schon gesagt. Aber eines ist, wie gesagt, klar. Wir haben keinen naiven Blick auf dieses Werk. Was mir in meiner Arbeit immer wichtig ist, alles anzuzweifeln. Man darf das nicht eins zu eins nehmen, nur weil es eine populäre, tolle Oper ist, sondern meine Arbeit ist immer eine Arbeit des Skeptizismus. Ich muss also skeptisch arbeiten und den Dingen auf den Zahn fühlen. Übernatürliches eins zu eins zu zeigen wäre naiv und sozusagen ein Märchen für Kinder. Aber auch da möchte ich, wie gesagt, nicht in Details gehen. Ich habe schon gesagt, ich glaube nicht, dass es einen Pakt mit dem Teufel gibt, dass es Übernatürliches gibt, dass es das Böse überhaupt insgesamt gibt, sondern dass das alles ein Teil von uns ist, nicht nur von Max. Der Held ist jetzt kein besonderer Held, er ist eigentlich einer wie wir. Und wir sehen, wie er umgeht mit diesem Übernatürlichen, wie er sich dagegen wehrt, wie er damit kämpft. Also, deswegen ist das Böse keine eigene Figur. Was das Finale mit dem Eremiten betrifft, da muss man sich, finde ich, die Entwicklung anschauen, vom Anfang bis zum Ende. Und ich möchte jetzt nichts darüber sagen, sonst gehen Sie mit einer bestimmten Haltung in das Stück und erwarten sich etwas ganz Besonderes.
Aber der Eremit taucht auf als ein Mensch, den Max von irgendwoher kriegt. Was ist da eigentlich passiert? Eine unglaubliche Verletzung. Ein Trauma hat sich bei Max ereignet. Ich glaube, ich kann so viel sagen, dass im Laufe dieser 24 Stunden jeder von den anderen irgendwie Max herunterputzt, vernichtet, so dass er dann wirklich in einem Zustand der absoluten Verzweiflung bis zu einem Extrem kommt. Und in dem Augenblick, wo er nicht mehr weiter kann, sucht er nach einem einzigen Menschen, der etwas Gutes über ihn sagt und für ihn spricht. Und in diesem Sinne findet er dann auch den Eremiten. Wie real oder irreal das ist, das werden wir dann sehen. Что ему нужно было, чтобы хоть кто-то сказал о нем хорошее слово. И вот в этот момент появится этот человек. Существует ли он в реальности или нет, вы увидите на спектакле. Also, meine Damen und Herren, jetzt haben wir sehr viel gehört von Dmitri Tschernakow, aber wir haben nicht das Geringste erfahren, wie es sein wird. Das heißt, es ist wirklich der Anreiz sehr groß, dass Sie sich das anschauen am 13. Februar können Sie sehen. Und mit Sicherheit können Sie dann die Aufführung in den Festspielen im Theater sehen und dann wird sich alles entschlüsseln, was Tschernakow jetzt verheimlicht hat. Ich bedanke mich bei Dmitri Tschernakow, ich bedanke mich bei Herrn Manacorda, bei Lukas Leipfinger. Wir machen am Schluss immer ein Musikbeispiel. Heute haben wir natürlich ein besonders schönes. Wir hören nämlich die Figur des Kaspar in der Person von Kyle Kettleson und am Klavier wieder Alessandro Stefanelli mit der Arie, kann man sagen, Arie? Ja, ja. Schweig, schweig, ja, damit dich niemand warnt. Und alles andere werden Sie dann in der Oper erleben. Vielen Dank. Schon dreckt der Knirschen teure Ketten.